Herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute installieren wir Windows Server 2019, die Data Center Version auf einem Proxmox Host und schauen uns an, wo da die kleinen Finnigkeiten sind. Wieso dieses Video ist ganz klar, in größeren Umgebungen, sagen wir mal ab 10, 15, 20 Personen im Unternehmen, ist einfach eine eigene Domäne mit eigenen Domain-Accounts unerlässlich und deswegen ist es auch so wichtig, dass der Windows Server einfach stabil, performant und anhand von Best Practices funktioniert. Ihr denkt bitte mal noch dran, die Glocke zu aktivieren bzw. mich zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und los geht's. Wie immer habe ich nichts vorbereitet, sondern wir legen einfach gemeinsam los. Wir erstellen einfach mal eine ganz normale VM. Nennen wir sie in unserem Fall einfach mal Win-SRV19. Ich muss die bei mir in die Lab-Umgebung stellen. Also ich habe irgendwie 118 dafür. Resource Pool ist meine Laborumgebung, das können wir hier lassen, die Maschine stirbt eh gleich wieder. Ich habe schon mal Windows Server 2019 64-Bit in der ISO-Version hier hochgeladen, ist also verfügbar. Wir aktivieren schon mal den QEMU-Agenten, ganz wichtig, damit unser Proxmox-Host auch nachher mit der Windows-Maschine ganz normal kommunizieren kann und wir solche Befehle wie Shutdown und Start ordnungsgemäß an den Host senden können. Deswegen QEMU-Agenten jetzt schon mal aktivieren. Ansonsten ja, Festplatte, Geschmackssache. Ich trage jetzt hier einfach mal ein 100 und ich lasse hier auch einfach das SCSI, den SCSI-Bus bzw. die Festplatte als SCSI-Device einhängen. So, jetzt habe ich es. Genau, ansonsten Diskarten, klar, ich will keine Nullen haben und klar, wir geben dem Host direkt mit, das Ganze ist eine SSD. Ah, nicht ganz, es ist eine NVMe M2. Genau, das belassen wir soweit auch. Cores, damit es alles nicht so lange dauert, geben wir ihm mal 8 Cores. Und ja, ich enable überall immer NUMA, um einfach die Verteilung der V-Cores perfekt auf meinem Host zu haben und dass die alle so gleich, in etwa gleich, performieren. Also weiter. Wir geben dem Ganzen einfach mal, keine Ahnung, 6120, haben wir so 6 Gigramm in etwa. Dann sollten wir da auch genug haben. Und in meinem Falle wähle ich hier mein Labor aus. Ist ja alles hier meine Lab-Umgebung im Endeffekt. Auch hier ganz wichtig, ich lasse jetzt mal die Wirt.io, also das Model Wirt.io für den Netzwerkadapter drin. Überall bekommt ihr gesagt. Und auch ja, wir arbeiten ja hier nach Best Practice. Ihr solltet überall Wirt.io nutzen als Netzwerkadapter. Es ist einfach erfahrungsgemäß unter Proxmox definitiv das Schnellste. Ja, Next und Finish. Damit sollte unsere Maschine jetzt auch erstellt werden. Jetzt schauen wir mal, wo die gelandet ist. 118, da ist sie, es dauert eine Sekunde. Und wir gehen nochmal ganz kurz in die Hardware-Specs rein, denn wir brauchen entsprechende Treiber für die Maschine. Wir brauchen die erstmal nachher fürs SCSI, denn Windows kennt diese Proxmox SCSI-Treiber nicht. Genauso wie unser Netzwerkadapter kennt er nicht, unser Ballooning kennt er nicht und der QEMU Guest Agent ist in einem Package genauso hinterlegt. Dafür zeige ich euch, muss man eine CD hinzufügen, beziehungsweise ein Wirt.io Image. Das zeige ich euch jetzt gleich. Das muss man hinzufügen und das nennt sich hier Wirt.io Win, momentan in der Version 01185 ISO. Link schreibe ich euch hier in die Beschreibung rein. Da versteckt sich alles Mögliche drin, was ihr wirklich für eine erfolgreiche Installation braucht. Das ist wie so ein Bundle, was man sich einfach von den gängigen Internetseiten von Wirt.io, ich glaube auf der Fedora-Seite habe ich es gefunden, herunterladen kann. Ich hänge es hier einfach als IDE rein, keine Ahnung, ich glaube IDE 3 wäre noch frei, 0 hätte ich auch nehmen können, egal. Damit habe ich jetzt einmal mein Windows Server 2019 ISO drin, genauso wie mein Wirt.io Bundle, wo die ganzen Treiber drin stecken. Aber auch meine 100G Festplatte, worauf wir jetzt einfach fleißig das Windows 2019 installieren. Ein Klick auf Start, ein Klick auf die Konsole. Ich ziehe das Fensterchen so, damit ihr auch fein was seht. Und wir warten jetzt einfach mal kurz das Loading ab. Ein paar Sekunden später kann es auch weitergehen. Ja, wir wollen die Sprache Deutsch und drücken somit einfach gnadenlos auf Weiter. Jetzt installieren. Ich denke, das kennen einige von euch. Interessant wird es ab jetzt gleich, wenn wir die Treiber auswählen sollen. Ein kurzes Loading. Und da geht es auch schon weiter. Data Center Evaluation und Desktop Darstellung. Ja, es gibt Windows Server scheinbar auch. Wie gesagt, nochmal zum Hinweis, ich bin kein Windows Server Experte. Einzige, wo ich mich mit auskenne, ist Infrastrukturen und wie bringe ich eine Infrastruktur dazu, performant und funktionabel sich hinzustellen, darzustellen, zu funktionieren einfach. Deswegen, ich brauche auf jeden Fall eine Desktop-Version und wir wollen hier die Data Center Version anstatt der Standard-Version. Wir klicken auf Weiter.
Damit haben wir alles natürlich gelesen und wir wollen eine benutzerdefinierte Installation. Und jetzt seht ihr schon, noch ist keine Festplatte erkennbar. Jetzt müssen wir erstmal sagen, Treiber laden. Und wir haben ja gerade eben schon dieses wird.io-Bundle im Endeffekt hinzugefügt. Und hier suchen wir uns jetzt mal unten vio-scuzzy, heißt der Ordner. Wahrscheinlich heißt das irgendwie mit wird.io-scuzzy. Den Ordner raus, wählen hier natürlich 2K19 den Ordner. Und da drin versteckt sich dann der AMD64-Ordner, den wir jetzt hier benötigen, um unsere Festplatten zu erkennen. Hier steht jetzt auch Red Hat wird.io-scuzzy Pass-Through-Controller. Das ist einfach wirklich das, um unsere Festplatte zu erkennen. Und wir klicken auf Weiter. Dauert wahrscheinlich wenige Sekunden. Und dann sollten wir eigentlich unsere 100 GB M2 virtuelle SSD Festplatte erkennen und wir können ganz normal eine Formatierung und eine Partitionierung vornehmen mittels One-Click auf Neu und Übernehmen. Klar, damit wird dieser systemrelevante Wiederherstellungspunkt wieder gemacht. Wir wollen das Ganze jetzt auf Laufwerk 0 Partition 2 installieren und klicken auf Weiter. Ich lasse jetzt die Installation durchlaufen und ihr werdet gleich sehen, wenn wir eben mal gucken, Initialprozess sind oder wenn die Maschine gebootet ist, weil erst ab dann wird es erst wieder interessant. Also geht gleich weiter. Endlich dürfen wir ein Passwort eingeben. Also gehen wir mal ein Administrator-Passwort ein und sagen fertigstellen. Mal gucken, wie lange es jetzt noch dauert. Ich glaube aber, wir dürfen uns sofort einloggen. Dürfen wir? Wir schicken dem Kollegen hier ein Affengriff, ne, die sich noch auskennen, und können uns dann höchstwahrscheinlich in die Maschine einloggen. Unser Benutzerprofil wird irgendwie erstellt und dann sollten wir in weniger als ein paar Sekunden unsere Benutzeroberfläche sehen. Und wie wir sehen, sehen wir dann nicht viel, weil, wie wir jetzt schon unten rechts erkennen können, wir haben kein Netzwerk. Woran liegt das? Habe ich schon mal eingangs erwähnt. Wir müssen ganz klar erstmal die Treiber für unser Netzwerkinterface unter anderem hinzufügen. Sichtbar wird das Ganze natürlich, wenn wir einfach mal in den Gerätemanager reingehen. Und im Gerätemanager fällt uns schon auf, da sind einige PCI-Geräte oder allgemeine Geräte, die einfach nicht erkennbar sind. Und wir fangen ganz oben mit dem Ethernet-Controller an. One-Click auf Treiber aktualisieren, auf dem Computer danach durchsuchen und auch jetzt gehen wir wieder in unser kleines eingebundenes wird.io-CD-Laufwerk rein und suchen uns dort den Ordner raus, NetKVM. Auch da wieder ein Unterordner 2019, AMD 64 und bestätigen mit OK und der Klick auf Weiter. Erkennt die Treiber, wir installieren die Treiber und sind damit schon fertig. Auch hier seht ihr wieder, ne, ich bestätige mit Ja, ich bin zu Hause, alles bitte zulassen. Red Hat wird.io Ethernet Adapter, ne, das war einfach jetzt die Treiberversion sozusagen für unseren virtuellen Adapter, damit Windows einfach kommunizieren kann. Jetzt sehen wir schon hier unten rechts, relativ einfach Netzwerkzugriff, also unser Netzwerkadapter ist jetzt da und kann arbeiten. Das nächste PCI-Gerät, ne, es gibt noch zwei offene, ist einmal das Ballooning und das andere ist für die Kommunikation, also eine serielle Schnittstelle für die Kommunikation des QEMU Guest Agenten, damit der Proxmox Host mit dem Windows Server 2019 Betriebssystem kommunizieren kann. Also zum Beispiel Graceful Shutdown, ordnungsgemäßen Shutdown schenken bei beispielsweise Migrationen, bei Nicht-Live-Migration oder bei irgendeinem Herunterfahren, damit der Windows-Server nicht hardcore gestoppt wird. Hier ist es auch genau dasselbe. Einmal auf Treiber aktualisieren, suchen. Aber dieses Mal können wir einfach hingehen und brauchen keinen Ordner auswählen. Wir wählen einfach das Laufwerk E aus und er sucht sich das Passende aus unserer Bibliothek raus. Ein Klick auf Weiter. Er sollte relativ schnell fündig werden. Hier haben wir es schon. Wird.io Balloon Driver und klicken auf Schließen. Stückchen nach oben scrollen, hier dasselbe nochmal, Treiber aktualisieren, Software suchen, wir bleiben bei E, weiter, jetzt müsste er eigentlich so einen seriellen Adapter oder so finden, da wird.io, Serial Driver und damit ist das Thema auch erledigt. Ein Klick auf Schließen, Gerätemanager schließen und dann haben wir das erstmal erledigt. Jetzt müssen wir noch den Guest QEMU Agenten installieren und schlussendlich noch den Service fürs Ballooning aktivieren. Da kommen wir aber jetzt gleich als nächstes zu. Also in den Explorer rein. Ihr könnt es euch mit Sicherheit denken, wir gehen wieder auf unsere wird.io CD. Die haben wir hier hinten. Den Guest Agenten und da haben wir den Guest Agenten für 64-Bit.
Einfach ausführen, installieren, kennt jeder, wie es geht. Brauche ich nicht weiter zu erläutern. Wir müssen hier in dem Video einfach nur warten. Das dürfte es schon gewesen sein. Kontrollieren können wir uns einfach mal im Task Manager. Unter den Diensten gucken wir mal, ob wir den QEMU Guest Agenten sehen. Und hier steht auch QEMU Guest Agent. Ganz normal wird ausgeführt, also der läuft. Wie können wir das noch weiter kontrollieren? Indem wir hier im Hintergrund einfach mal im Proxmox reinschauen. Und jetzt sehen wir hier auch schon die IP-Adressen 10.1.0.30. Jetzt gibt es aber noch eins, also das ist der Beweis, dass zumindest schon mal der QEMU Guest Agent funktioniert. Und jetzt gibt es noch eine kleine Auffälligkeit. Hier steht 3,42 GB RAM verbrauchen wir. Und jetzt machen wir mal einen kurzen Gegencheck und gucken hier mal in die Leistungen rein. Zack, und hier sehen wir, wir verbrauchen gar nicht so viel, sondern 1,3 nur. Das liegt daran, dass das Ballooning mit dem Windows-Server einfach nicht vernünftig kommunizieren kann und der Proxmox-Host nicht so wirklich mitbekommt, ja, wie viel RAM verbraucht er denn so wirklich. Die Lösung dafür lautet, wieder auf diese Wirt.io-Schnittstelle gehen, ins Ballooning. Wir wählen hier wieder in den Ordner Balloon, Entschuldigung, in den Ordner Balloon, holen uns hier den Ordner 2019 und hier drin versteckt sich ein Ordner AMD64. Und den kopieren wir uns jetzt einmal komplett raus. Den Ordner AMD64, ne? Pfad steht hier oben nochmal, Balloon 2019 AMD64, den kopieren wir uns raus. Den schieben wir jetzt einfach nach C, Programme, fügen den hier ein. Wichtig! Wir müssen den Ordner umbenennen in Balloon und dann da drin so belassen, wie er ist. Denn wir müssen nämlich jetzt diesen Balloon Service, das ist dieser hier, installieren, damit der auch ganz normal währenddessen läuft. Und ich versuche es jetzt mal ein bisschen so zu schieben, damit ihr auch im Hintergrund, na, ihr seht es jetzt auf der linken Seite im Hintergrund, könnt ihr jetzt, müsst ihr das Bild vielleicht ein bisschen größer machen, seht ihr die falsche Memory Usage Anzeige. Und jetzt werden wir diesen Service über die Kommandozeile installieren und dann werdet ihr sehen, dass auf einmal auch der Proxmox Host mit dem Windows Server anständig kommunizieren kann. Deswegen hier drin einfach mal ein CMD-Fenster öffnen. Na, wichtig, rechte Maustaste als Administrator ausführen, sonst dürft ihr nichts installieren. Wir browsen in den Ordner, wo wir das reingeschmissen haben. Gehen in den Ordner Balloon rein und jetzt haben wir hier natürlich auch unsere ganzen Dateien und wir brauchen jetzt diese BLN-SRV-Exe und die das müssen wir jetzt sozusagen als Dienst, als Service installieren. Brauchen wir nur eingeben, BLNR-SRV-Exe minus I für Install. Ihr seht schon, Service wird jetzt ganz normal installiert und gestartet. Es ging rasend schnell. Wir machen wieder eine Gegenkontrolle, Taskmanager, Dienste. Dementsprechend müsste der wahrscheinlich sehr weit oben sein. Balloon Service wird ausgeführt. Und die ganz schnellen haben wir jetzt hier im Hintergrund schon gesehen, im Proxmox Host steht hier nur noch 1,4 0 GB Usage am RAM. Das heißt also jetzt ist das auch Matching. Wenn ich hier auf Leistung klicke, sehen wir jetzt auch hier 1,4 GB Arbeitsspeicher verbraucht der Host wirklich. Und wir sehen das auch gut, jetzt gerade 1,38, aber es passt ja in etwa. Sieht jetzt auch der Proxmox Host von der Maschine bzw. von der virtuellen Maschine von unserem Windows Server. Wir können das Ganze schließen und unsere Installation ist jetzt ganz normal erledigt. Auch hier können wir jetzt mal einen kleinen Beweis machen. Ich gehe jetzt mal in den Proxmox rein. Ihr könnt es leider nicht sehen, weil das Fenster ein bisschen größer ist. Und ich klicke da einfach mal auf Shutdown. Ich versuche aber wieder schnell umzuschalten, damit ihr mitbekommt, dass der jetzt dem auch einen richtigen Befehl geben kann zum Runterfahren und nicht einfach irgendwie, ja, gestoppt wird. Deswegen, ich gebe mir Mühe. Ich klicke jetzt mal auf Shutdown, bestätige mit Yes, gehe wieder zurück und ihr seht, der Dienst wird wirklich ordnungsgemäß beendet, der Server wird ordnungsgemäß heruntergefahren, also die Kommunikation ist einfach gegeben. Wichtiger Hinweis daher noch, der Guest QEMU Agent bzw. das Ballooning funktioniert mit diesem Vorgehen, wie wir es jetzt hier gemacht haben, auch wirklich hervorragend mit dem Freigeben von Memory. Also ihr könnt deutlich mehr RAM der virtuellen Maschine geben, ohne dass die halt eben den RAM festhält und andere virtuellen Maschinen davon irgendwie nur belastet werden. Also der gibt auch wirklich den RAM ordnungsgemäß frei. Das Ballooning funktioniert tadellos. Nächster Hinweis, diese ganze Installation, wie wir sie jetzt hier mit Windows Server 2019 gemacht haben, funktioniert genauso gut mit Windows 10, ne, also mit einem ganz normalen Klienten.
1:1 Balloon Driver, QEMU Guest Agent, VIO SCSI Treiber, VIO Ethernet Treiber und damit seid ihr wirklich die Best Practice Installation meinerseits sowie der von, wenn ich das richtig gesehen und richtig gelesen habe, der Proxmox Gemeinde im Forum von Proxmox und deswegen, ja, mehr gibt es dabei eigentlich nicht zu sagen, um die Installation nach Best Practices Vorgaben durchzuführen. Alles, was danach kommt, sind selbstverständlich schon Windows-eigene Dienste und hat nichts mehr mit der Kommunikation mit dem Host-Betriebssystem Proxmox oder der KVM-Virtualisierung zu tun. Bis dahin, ich wünsche euch was, bleibt bitte alle gesund. Weiterhin, glaube ich, frohe Ostern. Das Video sollte dann noch kommen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao.